Hallo und Servus bei Monaco Deluxe. Schön, dass du wieder draufgeklickt hast. Heute zeige ich euch die Geschichte, warum Models von Heidi Klum hier auf dem Bett tollen. Mehr in der Folge. Viel Spaß. Ja, was heißt das? Manfred, dich kennt man ja schon bei Monaco Deluxe. Wir waren da vor kurzem erst bei dir beim Shop, im Shop-Eröffnung. Ja. Und heute beim, ja, kann man schon fast sagen, Modenschau-Marathon. Zuerst im Leonardo Hotel, jetzt im P1. Wie geht's da? Ja, jetzt fällt ein bisschen alles ab. Also die ganze Anspannung, also es war jetzt Stress pur. Leonardo war super toll. Also wir hatten fast 40 Blogger da, Journalisten da, die über uns berichtet haben im Leonardo, die alle begeistert waren, weil wir die Modenschau mal ganz anders gemacht haben. Wir haben die Modenschau verteilt auf 4 Zimmer mit Durchgangstüren, waren alle begeistert. Selbst die Bildzeitung war super happy, mal so eine Modenschau erleben zu dürfen. Und jetzt hier nochmal P1, auch eine tolle Modenschau gerade hinter mich gebracht. Und jetzt gibt es einen Jägermeister. Jetzt hier unter den Models der Creme de la Creme, oder? Darf ich schon so sagen? Sehr gerne. Ja, schon sehr gerne. Ihr seid ja heute extra nach München gekommen zur Modenschau von Trachtenwahnsinn. Wie hat es euch dann gefallen? Ja, war super. Hat Spaß gemacht und so wunderschöne Dirndl. Schon, oder, gell? Schaut auch alle ganz gut aus. Wie fühlt man sich denn so im Dirndl? Tragt ihr das öfters? Leider nein, weil ich ja nicht aus München komme und nicht aus dem Süden, aber ich will dieses Jahr auf jeden Fall zum Oktoberfest. Der von Trachtenwahnsinn, also Manfred, hat uns auch eingeladen und dann werden wir bestimmt in seinen Dirndl da auftauchen. Dürft ihr denn bei euch kein Dirndl tragen? Natürlich, aber bei uns ist das ja nicht so oft wie hier. Also im Oktober dann ja, gibt es ja auch ein bisschen Oktoberfest, aber sonst sieht man das ja nicht so oft wie in München. Wie geht's bei dir mit Dirndl? Auch eins im Schrank? Ja, also ich bin eine waschechte Bayerin. Also ich habe nicht nur Dirndl, ich habe Lederhosen, Dirndl in allen Farben und ja, ich bin natürlich auch jedes Jahr auf dem Oktoberfest. Ja, auf jeden Fall. Es ist ja Frühlingsfest gewesen, kennt ihr das auch? Ja, also ich bin gebürtige Münchnerin und kenne das auch. Ja, kennst du es gut. Warst du auch oder gar keine Zeit gehabt? Doch, ich war einmal dort. Ich wohne auch direkt an der Theresienwiese da. Läuft bei dir. Und wie geht's dir so mit dem Dirndl? Ja, also mir geht's sehr gut mit dem Dirndl. Ich habe mich damit auch schon sehr gut angefreundet. Wir kommen leider aus den Norden, Jana und ich. Aber ja, da hat man nicht immer die Gelegenheit, das anzuziehen. Aber mal zu tragen ist auf jeden Fall sehr schön. Da
Herr Manfred hat vorhin erzählt gehabt, dass er heute im Leonardo Hotel eine Modenschau war, die ja definitiv nicht alltäglich war. Durch 4 Hotelzimmer durch. Wie ging es euch damit? Es war auf jeden Fall mal was Neues. Nein, jetzt kommen Sie mal raus. Es war auf jeden Fall lustig, was Neues und war eigentlich relativ entspannt auf jeden Fall. Es war nicht immer so ein Stress wie immer, aber es war auf jeden Fall entspannt, aber hat auch Spaß gemacht. Und jetzt sind wir ja im P1, bleibt noch ein bisschen feiern, oder? Ja, natürlich. Ja, wir bleiben klar, wir ziehen uns um und dann geht's ab. Genau. Aber auf die Tanzfläche. Dafür sind wir hier. In dem Sinne, viel Spaß und danke. Danke gleich, danke. So, das war's mal wieder mit einer Folge von Monaco Deluxe. Ich verabschiede mich aus dem P1 von der Nacht der Netze nach einem Modenschau-Marathon von Trachtenwahnsinn, wenn das nicht ein Trachtenwahnsinn war. Wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge und ich würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und natürlich auch ein Abo.